Hallo Freunde! Wie letztens bereits angekündigt, werde ich euch auch heute nochmal eine Talsperre zeigen. Und zwar die Panzertalsperre. Diese befindet sich in Remscheid-Lennep. Sie ist die zweitälteste Trinkwassertalsperre in Deutschland und liegt inmitten einer wunderbaren Landschaft. Wenn ihr mehr über die denkmalgeschützte Talsperre und das dortige Refugium für Tiere und Pflanzen erfahren wollt, dann bleibt dran! Die Panzertalsperre, erbaut 1891 bis 1893 in Remscheid-Lennep, wurde nach Entwurf des Architekten Albert Schmidt zur Trinkwasserversorgung der Stadt Lennep gebaut. Nach der Remscheider Eschbach-Talsperre ist sie die zweitälteste Trinkwassertalsperre Deutschlands. Als in den 1980er Jahren die große Düntalsperre gebaut wurde, verlor die Panzertalsperre ihre Bedeutung für die Trinkwassergewinnung. 1990 nahm die EWR GmbH als damalige Eigentümerin die Talsperre und das dazugehörige Wasserwerk außer Betrieb. Hinzu kam, dass die Staumauer zunehmend wasserdurchlässig wurde und daher ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Mit dem Ziel, die Talsperre zu erhalten und wasserwirtschaftlich weiter zu nutzen, nahmen EWR GmbH und Wupperverband Gespräche miteinander auf. So entstand die Vereinbarung, dass der Wupperverband die Talsperre übernimmt und als Brauchwassertalsperre künftig für die Regulierung der Wasserführung, also Hochwasserschutz und Wasserabgabe in Trockenzeiten, nutzt. Nach der Planungs- und Genehmigungsphase sanierte der Wupperverband die unter Denkmalschutz stehende Staumauer der Talsperre von Grund auf. Darunter zählte unter anderem die Abdichtung der Staumauer durch eine Betondichtwand und die Erneuerung der Mauerkrone durch eine Betonabdeckung. Zudem wurde die Grundablassleitung erneuert, moderne Mess- und Kontrolleinrichtungen wurden ebenfalls installiert. Durch die Sanierung ist die Talsperre wieder auf dem Stand der Technik und dient als Baustein in der Wassermengenbewirtschaftung des Wupperverbandes. Jetzt gibt es noch ein paar technische Daten. Die Bauzeit, wie vorhin schon mal erwähnt, war 1891 bis 1893. Die Mauer wurde erstmalig 1904 bis 1905 erhöht und eine Sanierung fand von 1960 bis 1970 und von 2013 bis 2016 statt. Die Höhe des Absperrbauwerks beträgt 16,05 Meter, die Kronenlänge ist 164 Meter lang und 3,4 Meter breit. Die Wasserfläche bei Vollstau beträgt 0,046 Quadratkilometer und hat ein Fassungsvermögen von 187.000 Kubik. Wasserwirtschaftlich bedingt gibt es ein Einzugsgebiet von 1,5 Quadratkilometer und die Länge der Hochwasserentlastung beträgt 9,48 Meter. Doch noch einige andere Vorteile bringt diese Talsperre heute mit sich. Die jahrzehntelange Nutzung der Panzertalsperre für die Trinkwassergewinnung kam nicht nur der Wassergüte, sondern auch der Natur zugute. Im Schutze der Umzäunung des Betriebsgeländes haben sich seltene Pflanzenarten und störungsempfindliche Tierarten ansiedeln können, die die Talsperre auch heute noch zu einem der wertvollsten Refugien seltener Tiere und Pflanzen im nördlichen Bergischen Land machen. So konnten sich hier Massenbestände des seltenen Strandlings und ein isoliertes Vorkommen des stark gefährdeten Lungenenzians entwickeln. Diese blaublühende Pflanze wächst an der Panzertalsperre schon mindestens seit 1905, ist ansonsten jedoch im gesamten Süderbergland nördlich der Sieg ausgestorben. Wegen der Bedeutung für den Artenschutz wurde die Talsperre mit dem angrenzenden Wald und Bächen 1997 als gut 27 Hektar großes Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seit 2001 betreut die biologische Station Mittlere Wupper das NSG Panzertal. Im Auftrag der Stadt Remscheid und des Wupperverbandes erfasst sie die Biotoptypen, ebenso wie Pflanzen, Fledermäuse, Vögel, Reptilien und Amphibien. Hierbei wurden bemerkenswerte Tierarten wie Teichfledermaus, Reiherente, Haubentaucher und Ringelnatter beobachtet. Damit auch in Zukunft die selten gewordene Tier- und Pflanzenwelt an der Panzertalsperre einen Raum zum Überleben findet, führt die biologische Station seit vielen Jahren gemeinsam mit freiwilligen Helfern des NABU Remscheid Biotoppflegeeinsätze durch. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch forstliche Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Remscheid und durch Wiesenmaat des Wupperverbands. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ein Wiesenmaat ist, das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass die Wiese nicht vollständig gemäht wird, sondern nur auf Teilflächen, sodass ausreichend Deckung bleibt und Insekten weiterhin genügend Blüten als Nahrung finden können. Die Schönheit der Natur rund um die Panzertalsperre kann von der begehbaren Staumauer und dem Rundweg um die Talsperre mit seinen Aussichtspunkten entdeckt werden. So erlebt man Tier und Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum, ohne sie zu stören. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne liken und falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Bald wird es auch wieder ein tierisches Video geben. Dort besuchen wir den Zoo in Krefeld. Im Krefelder Zoo gibt es eine ganze Menge an tollen Tieren zu sehen und auch das ein oder andere Tierbaby und Jungtier zu erblicken.
Freut euch also auf die bald folgenden Aufnahmen aus dem Zoo in Krefeld. Macht es gut und bis bald.